Heute im Test eine High-End-Gaming-Maus von Razer, genauer gesagt die Razer Naga 2012. Wie immer kommen wir als erstes zur Verpackung und in dieser befindet sich ganz klar die Maus selbst. Zu dieser komme ich aber gleich. Außerdem mit in der Verpackung dabei ist diese schwarze Kiste. In dieser befinden sich insgesamt zwei Handteile und mit diesen lässt sich die Maus auf die persönliche Handgröße anpassen. Außerdem mit in der Verpackung dabei sind noch jede Menge Bedienungsanleitungen, ein paar Sticker und diese kleinen Aufkleber. Die lassen sich auf die insgesamt 12 Tasten der Maus aufkleben und somit findet man die Tasten schneller und einfacher. Und nun zur Maus an sich. Sowohl das Razer-Logo als auch das Mausrad sowie die 12 Seitentasten sind mit einem grünen Licht beleuchtet. Das Ganze sieht wirklich sehr gut aus und wirkt optisch sehr ansprechend. Wie gerade schon angesprochen, es gibt drei verschiedene Handteile. Diese lassen sich ganz einfach an der Seite an der Maus anheften und halten dann auch wirklich sehr stabil. Sie beeinträchtigen wirklich das Handverhalten und das Spielverhalten des Spielers und beeinflussen auch die Optik der Maus. Apropos Spielverhalten. Ich habe die Maus in verschiedensten Spielen getestet, aber besonders gut funktioniert das Ganze in Online-Spielen wie beispielsweise World of Warcraft, wo verschiedenste Tastenkombinationen auf einmal oder nacheinander benötigt werden. Und jetzt zu meinem Fazit. Insgesamt bin ich wirklich sehr beeindruckt von der Maus. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern funktionierte in meinen Tests auch noch einwandfrei. Die verschiedenen Tasten und die austauschbaren Handteile machen die Maus zu etwas ganz Besonderem. Und auch mit einem Preis von etwas mehr als 60 Euro bin ich zufrieden. Ihr erhaltet eine schöne Maus mit perfektem Design und gutem Handling. Die Razer Naga 2012. Ich bin wie gesagt sehr zufrieden damit und kann diese Maus nur jedem weiterempfehlen.